So, dann hallo und herzlich willkommen zum Let's Play zu H1Z1. Ich bin der Spooky vom Clan GST, bin auch bekannt unter dem Namen Devils an und fange jetzt hier mit dem Let's Play dazu an, zu dem Spiel. Erst wollte ich ein bisschen was über mich erzählen. Wie gesagt, Spooky, GST, jung, geblieben im Kopf. Der Körper macht's bloß nicht mehr. Ich spiele hier mit einem aus meinem Clan zusammen, das ist der Karpfen. Hallo. Und wir wollen euch H1Z1 ein bisschen näher bringen, ein bisschen ans Herz legen. Also ich finde das Spiel sehr gut, ich spiele es jetzt ungefähr seit 2-3 Wochen. Ist vom Survive-Mode, vom Survival-Mode sehr gut gemacht. Vom Zombies klatschen eher weniger, da muss ich sagen, das könnten sie ein bisschen verbessern. Aber so an sich ist es ein super Ding, tolle Grafik. Und wir wollten euch mal jetzt hier näher bringen, wie so der Anfang funktioniert. Da seid ihr, da seht ihr ja, wo wir sind. Wir sind hier im Charakterbildschirm, wo man sich selber noch erstellt. Das machen wir jetzt mal. Ich habe meinen Namen soweit fertig, aber der Name ist schon vergeben. Gucken wir mal, ob der funktioniert. Funktioniert, wunderbar. Meiner läuft perfekt. Super, gut, dann joinen wir mal auf den Server drauf und gucken, wo wir sind. Also vor allem das Spiel ist auch perfekt für Leute, die sich halt weniger viel leisten können, also ja, von den Kosten ja gar nicht so teuer. Richtig, es ist preiswert. Ja, genau. Es ist sehr erschwinglich, auf jeden Fall. Ich spiele das ja auch alle über Steam, denke ich mal. Steam könnt das ganz leicht eingeben, findet er sofort. Preiswert. Und es macht, wie gesagt, Spaß. Also ich kann seit 3 Wochen nicht mehr die Finger davon lassen. Das einzige Problem ist, es ist auf Englisch. Ja, das ist wirklich ein Problem. Es ist leider alles nur auf Englisch gemacht, aber ich hatte zum Beispiel das Glück, ich habe jetzt ein paar Leute, die jetzt mit mir zusammen spielen, die können alle besser Englisch als ich, daher war das alles kein Problem. So, ihr seht ja, jetzt sind wir hier gestartet, von der Grafik her ist es super. Unten sind gleich auch 2 Autos, ist auch so perfekt. So, zum Anfang gebe ich euch ja mal einen Tipp, zerreißt eure Klamotten. Ja, seht ihr jetzt hier, ihr habt 3 Teile mit dabei, das ist die Karte, eine Flare und ein bisschen Verbandzeug. Schiebt das hoch in eine Belt Pouch, dann könnt ihr nämlich die Sachen, die ihr anhabt, die Hose und das T-Shirt zerreißen. So, das machen wir natürlich auch gleich, dann kriegt ihr Scrap of Clothes. Scrap of Clothes ist ganz wichtig, könnt ihr später mit Verbände herstellen, aber das sage ich euch später nochmal. So, jetzt zieht er das drauf bei Discovery 2-mal. Beim ersten Mal kriegt er ein Basic Bandana. Beim zweiten ein Satchel. Der Satchel ist natürlich sehr wichtig. Und zwar geht es darum, ihr braucht zum Anfang ja auch eine kleinere Tasche, wo viel reinpasst. Dafür ist der wunderbar geeignet. Dafür braucht er 6-mal Scrap of Clothes. Da kriegt ihr, wenn ihr die Sachen reißt, jeweils von den Kleidungsstücken 4 Stück. Also könnt ihr euch den erstellen. Machen wir auch sofort. Somit habt ihr gleich einen Beutel, der ist 300 Platz groß, reicht zum Anfang. Ist zwar nicht die Welt, aber zum Anfang reicht, gesagt, reicht. Ja, so. Karpfen zur Orientierung, ich bin auf F9. Ja, ich bin bei J4. Ne, sind wir ja gar nicht so weit auseinander. So, ihr seht jetzt auf meinem Bildschirm hier, im Video, hier sind Bären. Die Bären könnt ihr alle pflücken. Es wird zum Anfang, wo ihr noch keine Basis habt, euer Hauptnahrungsmittel. Ruhig ein paar von nehmen, weil die geben Essen und Trinken wieder. Das ist ganz wichtig. Ihr seht ja auch unten rechts bei mir in der Leiste die 4 Teile da stehen. Auf die müsst ihr einmal achten. Wenn die auf 0% sind, seid ihr ganz schön am Arsch. Darum nehme ich hier gleich ein paar davon mit, dass ich für unterwegs keine Probleme habe. So, es dürfte auch reichen. Und dann kommen wir auch natürlich gleich zum nächsten Ding. Und zwar, ihr braucht ja auch zum Anfang gleich eine Waffe, dass ihr euch verteidigen könnt, falls mal ein Zombie auf euch zukommt. Die sind zwar nicht allzu stark, aber riskieren will man es ja trotzdem nicht. Ganz am Anfang habt ihr halt noch nicht so viel und da muss man halt das nutzen, was man hat. Da finde ich es auch sehr schön, dass die Spielemacher das so gemacht haben, dass ihr zum Anfang gleich einen Bogen herstellen kannst. Also wie gesagt, da läuft euch hier so ein bisschen durch die Büsche hier durch, kriegt ein paar Woodsticks. Und wenn er dann denkt, ihr habt genug, dann geht er wieder mit I
Auf euer Menü, auf Discovery, zieht die Stöcke, die Woodsticks rein mit den Scrap of Claws. Und ihr könnt bei Discover denn was herstellen. Und zwar den Makeshift Bow. Wenn ihr nur die Woodsticks reinstellt, dann kriegt ihr gleich Wooden Arrow. Wenn ihr es nochmal macht, kriegt ihr die Pandy Sticks. Die Pandy Sticks sind zwar erstmal nicht so wichtig, aber lieber gleich gemacht, dann vergesst das nicht mehr. So. Dann stellen wir uns mal einen Bogen her. Nicht wundern, der ist jetzt hier rechts nicht aufgeführt, weil der gleich ausgerüstet ist. Und von den restlichen Dingern machen wir uns den gleichen paar Pfeile. So, wenn die Pfeile fertig sind, fangen wir an zu laufen. Für mich ist immer der beste Punkt, sag ich mal, wenn ich zum Anfang zu H oder I9 gehe. Die genaue Koordinate habe ich jetzt leider nicht im Kopf, muss ich mit dazu sagen. Aber HI9 ist wunderbar, da könnt ihr super Sachen zusammenfarmen, was ihr zum Anfang braucht. Zum Beispiel, ganz wichtig, wenn ihr mich fragt, dass ihr mehr tragen könnt, eine große Tasche. Und da habt ihr halt Glück, dass ihr da denn eine Military Bag, nennt sich das, wieder kriegt. Und da habt ihr dann gleich 2000 Platz drin. Und das ist wunderbar. Zum Anfang reicht das vollkommen aus. Und noch zur kleinen Info, wenn ihr durch die Büsche durchgeht mit den Bären, da kriegt ihr immer so einen Brunch hier. Die Dinger könnt ihr rausschmeißen, die braucht ihr nicht. Die sind total von Arnos, ich weiß nicht, warum sie die reingesetzt haben, aber sie haben es mal gemacht. So. Ihr habt momentan auch noch keinen Kompass, ne? Darum müsst ihr gucken, wo ihr lang lauft und dann seht ihr ja unten an den Zahlen, wie sie sich verändern und könnt ihr ungefähr abschätzen, ob ihr nach Norden lauft, Süden, Osten oder Westen. Spucki? So mach ich das zum Anfang auch immer. Ja, bitte. Ich habe schon gleich einen orangen Rucksack gefunden. Schon wieder Glück. Wie ja, ein Rentier. Und Munition und eine Waffe. Naja, das, liebe Leute, kann euch leider nicht passieren, mir passiert das auch nicht, es passiert immer nur ein Karpfen, das ist so ein kleines Rückschwänchen, was das betrifft. So, und hier E9. Ist auch ein Auto, das aussieht, als könnte man mit dem fahren. So, das ist noch besser. So, wir sind jetzt von F nach G9 gerannt. Also, was heißt das? Wir sind nach Osten gerannt. Da wissen wir doch schon einiges, wo wir langlaufen. Dann könnt ihr euch natürlich daran orientieren, ob ihr hier eine Straße findet, die nach oben führt. Und wie die Straße denn, also wie das hier alles so abgezeichnet ist. Dann könnt ihr euch auch daran orientieren, dass ihr ungefähr wisst, wo ihr seid. Wir werden leider noch nicht das Glück haben, dass wir einen orangenen Rucksack finden, aber dafür, denke ich mal, werden wir Glück haben und als erstes die Base erreichen, die wir suchen. Das ist, ja, ich würde sagen, so eine Art Kraftwerk oder so. Und wenn wir das haben, dann sind wir schon ein bisschen vorher dran. So. Soll ich den Fernglas mitnehmen? Ach nö, danke. Das finde ich. Okay. So, und noch besser. Wir sind an so einem Punkt gekommen, dass wir genau wissen, wo wir sind. Hier ist nochmal eine Karte ein bisschen spezifischer, ein bisschen besser abgebildet. Und somit sind wir da schon mal begeistert. Beim Farm, ihr könnt hier fast überall nachgucken. Ganz wichtig, wie ihr auch schon davor gesehen habt, Autowracks für Scrap Metal. Das werdet ihr auch später erkennen. Ihr braucht sehr viel davon. In der nächsten Folge oder in der übernächsten, ich weiß es noch nicht so genau, zeige ich euch, wo man am besten Scrap Metal farmt. Dann nehme ich euch dann mal mit und zeige euch so ein, zwei Positionen, wo ich denn losgehe. Und da gehe ich dann halt auch wirklich bloß mit, sagen wir mal, zwei, drei Sachen los. Sehr schön. So, denn wird vielleicht der Karpfen Glück haben, er da sein als wir. Es soll aber kein Problem sein. Wir schaffen es auch noch dahin. So, wegen Farmen, um darauf zurückzukommen, sowas alles findet ihr hier. Ihr seht auch, wo ich überall rangehe. Seht ihr, wir haben jetzt auch ein bisschen Glück. Wir haben auch einen Kompass gefunden. Wunderbar. Wissen wir auch, wo wir dann genau wo wir sind, wo wir lang müssen. Das nenne ich doch mal ein bisschen Glück. Meistens gleich auch wieder so zur kleinen Info, wenn ihr in der Tankstelle drinne seid. Ihr habt hier immer Schwein eigentlich. Also zu 90% sage ich mal, wenn nicht gerade vorher einer da war, könnt ihr hier immer eine Waffe erfarmen.
normalerweise liegt hier immer eine rum. Zwar nicht die passende Munition, aber die Munition zeige ich euch später auch noch. Die könnt ihr ändern. Doch Munition alles aufnehmen, was ihr findet. Weil wenn wir jetzt hier Munition ändern, dann braucht ihr Zweier, um eine Kugel herzustellen. Aber auch das ist kein Ding. Ihr findet jetzt so wenig Munition, gerade passende Munition zu den Waffen, die ihr zum Anfang erhaltet. Daher lieber eine Kugel verschwenden, als überhaupt keine zu haben. So, jetzt gucken wir hier noch rein. Aber ich denke mal, auch hier finden wir es nicht. So, Karpfen, du hast gesagt, du bist auf J4. Ja. Gut, ja. Dann laufen wir jetzt beide, wir lassen hier nämlich mal die Häuser aus, nach Norden auf alle Fälle. Ich muss Nordosten, muss ich. Dann komme ich auf H7. Du musst nach Südwesten. Ja. Ungefähr circa. Und dann dürften wir uns eigentlich da finden. Ganz wichtig zum Anfang, liebe Leute. Wenn ihr quer übers Feld rennt, Zombies gehen hier, wie gesagt, aber was hier nerven, sind die Wölfe. Darum lieber irgendwo wenigstens eine Axt mitnehmen, dass ihr die Wölfe eine vor den Kopf ziehen könnt, als überhaupt nichts dabei zu haben. Und falls ihr euch viele Hoffnungen macht dazu, dass ihr hier Autos findet, könnt ihr vergessen. Ich bin jetzt mittlerweile selber auf dem Server, wo ich normalerweise spiele, seit 5 Tagen, 6 Tagen unterwegs, circa Pi mal Daumen, finde leider kein Auto, beziehungsweise die lieben netten Ego-Spieler haben The Base so gebaut, dass du selber an so ein Auto nicht rankommst. Ist aber nett sowas, ich kann es auch nicht verstehen, warum immer da nur welche an sich denken, aber leider normal. So, jetzt kommt der langweilige Part, man kann ungefähr rechnen bei den Blöcken, also gehen wir mal von aus, von A nach B ist ungefähr 1 Kilometer. Wenn man einen Block gerade anfängt und bis zum Ende läuft. Daher dauert es jetzt auch ein bisschen, bis wir bei H7 sind. Aber ich denke mal, so lange könnt ihr warten, so lange müsst ihr warten, weil ich muss auch immer so lange warten. In der Zeit könnt ihr euch eine Zigarette holen, einen Kaffee holen. Da passiert nichts Interessantes, hoffen wir mal. Wenn doch was Interessantes passiert, dann haben wir Pech und sind vielleicht tot, weil dann ist ein Wolf gekommen. Der war schneller als wir. Dann schreibt mir es noch in die Commentaries rein. Genau. Richtig. Zu Kommentaren möchte ich natürlich auch ein paar haben von euch, wenn ihr so frei seid und das machen wollt natürlich nur. Der Daumen nach oben wäre auch nicht schlecht. Und für die ganz faulen Läufer unter euch, so wie ich auch einer bin, neben der Enter-Taste ist so ein Plus, wo ein Sternchen drüber ist und so eine Wellenform. Drückt die, wenn ihr steht, und der läuft automatisch. Dann braucht ihr bloß noch die Maus nach links und rechts zu bewegen, um zu sehen, wo ihr langlauft oder um ihn halt zu bewegen. Ihr könnt auch dabei I drücken, der macht dann alles automatisch. Danke, dass du es mir erst jetzt sagst. Bist ja, so viel gemacht, umsonst. Ja, bitte lieber Karpfen. Das war die Retourkutsche, weil du immer so viel Glück hast. Und wir leider nicht. So. Ich hab Medikit. Und 3 Waffen. Genau dieses meinte ich. Genau darum werde ich dir sowas nicht erzählen. So, für alle, die jetzt gerade um Halloween rum anfangen, so circa, Pi mal Daumen, da hat hier der liebe Spielhersteller auch was reingebaut mit Zombie-Masken oder Kürbismasken. Die könnt ihr euch erfarben. Ihr müsst bloß die Viecher kaputt hauen. Aber bloß ist ziemlich einfach gesagt. Bekannter von mir ist schon daran verreckt, leider. Aber ich denke mal, ihr schafft das schon. Die Häuser werde ich euch auch gleich erklären, warum. Die nehmen wir mit und kontrollieren sie. Weil in so Häusern dürft ihr eigentlich immer davon ausgehen, dass hier irgendwo ein relativ guter Bogen liegt. Aber wie immer haben wir Pech. Wenn der Karpfen jetzt hier reinlaufen würde, der hätte nicht nur einen Bogen hier, der hätte schon 2 gefunden. Wahrscheinlich wäre eine Armbrust dabei gewesen. Ja, oder eine Armbrust. So, aber eine Brace Metal haben wir hier von. Eine schöne Sonnenbrille, die uns natürlich nicht viel bringt. Die habe ich schon. Weil in der Nacht ist es schon scheiße. Also ich habe auch schon einen Helm gefunden und alles. Na, Helm habe ich auch schon gefunden, aber ich laufe hier immer noch nackig rum. Ihr könnt natürlich auch mit T von der First Person
in die andere Perspektive wechseln, aber ich mag das nicht, darum mache ich es auch nicht. Könnt es euch mal ganz kurz zeigen, da läuft ein Bambi rum. Aber ich zeig's euch mal ganz kurz, lauft ihr... Oh, geht nicht? Geht doch. Lauft ihr so rum, dann seht ihr auch, dass ich noch nackig rumlaufe. Nur, dass aber... du mit dem Typ spielst. Und ich spiele wie immer die Frau. Ja, der Karpfen hat sich selber noch nicht entschieden, was dafür ein schlecht ist, ob männlich oder weiblich. Aber spielt er immer in den Spielen eine weibliche Person. Nein, Spaß. Alles schön, alles gut. Ihr seht schon selber, glaube ich, dass ich mich hier so ein bisschen unbeholfen bewege. Darum wechsle ich mal gleich wieder zurück auf die First Person. Komme ich besser mit klar. So. Wir sind schon bei G8. Da vorne ist ein Wolf, der gerade ein Reh jagt. Arme Reh hat schon verloren. Das weiß ich bloß noch nicht. Ich muss nach Norden laufen, oder? Nein, nach Norden, dann läufst du weiter höher. Du musst eher, wenn nach du Süden. Auf hier gestartet bist, musst du nach Süden, ja. Okay, dann folge ich also mal wieder meinem weiblichen Instinkt. Ja. Richtig, dann folge mal deinem weiblichen Instinkt. Und das kann ich euch auch gleich mit dazu sagen, wenn ihr so eine Person mit dabei habt, die keinen Kompass lesen kann, ihr könnt sie verarschen. Machen wir jetzt aber nicht, weil wir sind nicht im einen. So, du bist auf J4, hast du gesagt. Wo bist du jetzt ungefähr? J5. J5, du musst auch noch ein bisschen mehr nach Westen laufen, das weißt du. Also Südwesten denn. Genau, so schaut's aus. Im Kurzbuchstaben SW. Um es für ganz doofe zu erklären. So, wir laufen jetzt immer noch geradeaus, leider. Aber ich sag euch, es lohnt sich. Es dauert zwar immer so, ich denke mal, es wird jetzt ungefähr so 10-15 Minuten dauern, bis wir da sind. Also insgesamt, die Hälfte der Strecke haben wir schon weg. Daher, ne, schaffen wir das, denke ich mal, in dieser Runde. Wenn nicht, schaffen wir es wenigstens bis dahin, dass ich euch zeigen kann, wie das Gelände aussieht, was ich meine, wo ihr hin müsst. So, zu dem Spiel nochmal an sich. So an sich, ihr seht ja, es sind so gut wie keine Zombies da. Ich habe mal im Forum nachgelesen, es spawnen nur so viele Zombies, wie auch Leute auf dem Server sind. Also pro Mensch, weiß ich, denke ich mal so 10, 20 Zombies oder so und mehr nicht. Also meinetwegen könnten sie es noch ein bisschen erhöhen, weil wenn man mal ein bisschen Lust und Laune hat, mit dem Bogen ein bisschen rumspielen will und so hat man keine Chance, weil es sind einfach zu wenig da. Aber... naja, das werdet ihr später sehen, wenn ihr es selber spielt. Aber mir geht es auch eher darum, bei diesem Spiel um den Survival-Mode, nicht wegen Zombie-Klatschen, sondern eher eine Basis zusammenzubauen und Fallen aufzustellen und so, als Zombies hier permanent wegzuhauen. Und andere Leute zu beklauen. Und andere Leute zu beklauen. Das macht man natürlich auch nicht. Ich hatte natürlich auch wieder gleich das Glück zum Anfang. Da habe ich auch meine Basis falsch gebaut, darum gleich der Tipp nebenbei, wenn ihr soweit seid, eine Basis baut und das Grundjurist stehen habt und ihr baut eine Rampe daran, baut auf alle Fälle ein Tor hin und links und rechts jeweils eine Wand, weil die Leute können sonst links und rechts dran vorbeilaufen. Und da hatte ich es gleich, ich will keine Religion, keine Menschen verurteilen, aber ich denke mal leider, es waren zwei Russen. Die haben nämlich so einen leichten Akzent dazu gehabt, haben uns gleich in der ersten 2-3 Stunden beklaut. Aber es sind nicht alle so, sag ich gleich mit dazu. Vor, das heißt, wir diskriminieren hier noch andere Leute. So. Wir werden dann an den Ort soweit, ihr seht ihn ja jetzt, wo wir auch hin wollten, gleich zum Anfang. Wenn wir die erste Tasche gefunden haben, das zeige ich euch noch, wo es die gibt. Sind wir auch schon fertig mit dem ersten Let's Play. Weil wir wollen es ja auch nicht zu lange machen, sonst wird es zu langweilig. Wenn wir gut sind und es schaffen, machen wir natürlich morgen gleich das nächste. Oder gleich einen Anschluss. Das wird dann heute bloß noch nicht hochgeladen, weil dafür wäre ich dann heute noch zu faul. Sage ich gleich offen und ehrlich mit dazu. Aber das nächste Video sollte dann auf alle Fälle in nächster Zeit denn kommen. In den nächsten 2 Tagen wird es auf alle Fälle hochgeladen für euch. Wenn natürlich noch Leute den Channel abonnieren und Fällt mir drücken. Das wäre cool. Das wäre richtig cool, natürlich.
Darum machen die Leute ja auch Let's Plays, um zu sehen, ob es den anderen Leuten gefällt. So, wie ihr seht, wir sind ja immer noch am Laufen. Die Basis, wo wir hin wollten, haben wir schon erreicht. Hier ringsherum könnt ihr auch relativ viele Sachen und gute Sachen finden. Muss ich sagen, aber wir haben ja es erstmal auf den großen Rucksack abgesehen, weil wir brauchen erstmal den Platz. Weil 300 hört sich zum Anfang relativ viel an, wenn man aber verwöhnt ist, so wie ich. Ich hatte gleich zum Anfang, da muss ich sagen, mal das Glück, hab die Basis gefunden. Dann will man natürlich auch ganz schnell wieder dahin kommen, dass man viele Sachen tragen kann. Weil dann braucht man nicht immer wieder hin und her packen oder Sachen noch wegschmeißen, weil ihr zu wenig Platz habt und denkt, dass da... Was jetzt als nächstes kommt, ist wichtiger. So. Wenn er das Atmen hier im Spielen hört, das ist der Player selber. Ich denke mal, er hat eine Raucherlunge. Kann halt nicht so viel. So schnell laufen die ganze Zeit. Und darum gönnen wir ihnen gleich mal eine Verschnaufspause. So, ihr habt ja jetzt gesehen, wo ich lang gelaufen bin. Laufen wir hier gleich rein. Einer dürfte hier schon drinne sein. Weil sonst ist normalerweise die Tür immer zu. Tür haben wir jetzt auch gleich wieder zugemacht. Nicht, dass die Zombies reinkommen. Ist ganz wichtig. Sonst haben wir hier leider die Probleme, dass wir hier nicht mehr lebend rauskommen. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck. Ich werde dann gleich hier noch warten bei dem Ding auf den Karpfen, dass wir zusammen weitermachen können. Ja, da ist schon wieder ein anderer Spieler. Bei mir wird es noch ein bisschen dauern. Beim Karpfen wird es noch ein bisschen dauern. Ich habe gerade so viel Glück hier in den Häusern. Ich finde ja. Leider Autoteile, Munition. Ja, das ist wunderschön. Ich denke mal, da haben wir schon mal Glück. Der Tarn-Military-Rucksack. Wie ihr seht, gleich hochgegangen auf 2000 wird auch automatisch aufgerüstet. Hier ist gleich noch... Den ignorieren wir jetzt mal. Ich hoffe, dass er uns jetzt nicht zulabert die ganze Zeit. Ja, er wird uns jetzt zulabern, leider. Wir schalten einfach da mal auf stumm. Ja, Spucki ist halt nicht so kommunikativ. Ja, doch, normalerweise schon, aber seitdem ich vorhin auch einen gefunden habe, der Nameinleger, wie geht's, auf Englisch zu mir gesagt habe, hat, finde ich, die Leute nicht mehr ganz so freundlich. Und ich dachte, du kannst kein Englisch. Ja, ich kann schon Englisch, bin bloß immer zu faul, Englisch zu labern. Außerdem hört sich's bei mir immer komisch an. So. Wir gucken natürlich hier gleich noch rein überall, ob wir gleich noch einen Rucksack für den Karpfen finden, aber da haben wir wohl Pech. Derjenige, der hier vorher dran war, ihr habt ihn gerade gesehen, hat wohl hier alles leer gemacht. Der Arme kriegt hier leider nichts mehr ab. Da ist noch eine Magnum, die nehmen wir uns natürlich auch gleich mit. Und ich warte dann hier jetzt auf den Karpfen. Beim nächsten Let's Play geht es darum, wie er von hier aus weiterkommt, was ihr am besten jetzt macht als erstes. Und noch um zwei, drei Kleinigkeiten. Ich verabschiede mich dann fürs Erste. Wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Und wie nochmal gesagt, wir hoffen, es gefällt euch. Genau. Und sagen denn bis zum nächsten Mal.